So, ein fluchtiges Willkommen mal wieder zu einer weiteren Minecraft-Testversionsvorstellung. Nachdem die Entwickler jetzt einige Wochen Pause mit dem neuen Update gemacht hatten, gibt es jetzt endlich diese Woche eine weitere spielbare Testversion zum kommenden Caves and Cliffs Update. Alle bisherigen Videos und Livestreams zu dem neuen Update findet ihr natürlich noch mal in der Videobeschreibung oder auch in der Infobox. Und diese Woche geht das Ganze dann mit ein paar Kleinigkeiten weiter. Es sind nicht so viele Sachen, aber doch ein paar richtig, richtig coole Sachen, die ich selber sehr feiere, die ich auch selber sehr oft benutzen werde. Und wie immer, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von diesen neuen Sachen so haltet und wie ihr dieses Update allgemein so findet bisher. Das Ganze wird ja ein richtig, richtig großes Update und wir haben bisher nur vielleicht gerade mal so die Hälfte der neuen Inhalte kennengelernt. Und das erste, was wir jetzt diese Woche dazu bekommen haben, ist dieses neue Tier. Und zwar der leuchtende Tintenfisch, der Glow Squid. Der ist ja Ergebnis von einer kleinen Umfrage gewesen, beziehungsweise von einer Abstimmung. Man konnte auf der letzten Minecon ja abstimmen, möchte man lieber diesen Tintenfisch hier haben, eine Blumenkuh oder ein Eismagier. Die anderen beiden werden eventuell auch nochmal irgendwann in Minecraft reinkommen. Das wurde irgendwie so angedeutet. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall diesen leuchtenden Tintenfisch bekommen. Und ja, er leuchtet. Er schwimmt durch die Gegend. Er macht Glitzergeräusche, Glitzereffekte. Ist ziemlich interessant. Sieht zumindest lustig aus. Kann aber natürlich nicht so viel. Ist auch nicht wirklich nützlich. Das Einzige, was er machen kann, man wird ihn später wahrscheinlich in den Unterwasserhöhlen finden. Dadurch kann man da natürlich auch viel, viel besser durchschwimmen. Man kann sich viel besser orientieren in den dunklen Höhlen. Eventuell gibt es ihn auch noch in der dunklen Tiefsee. Das könnte ich mir auch noch sehr, sehr gut vorstellen. Aber was das Coolste an ihm ist, sind tatsächlich seine Leuchtbeutel. Es gibt da die normalen Tintenbeutel von den normalen Tintenfischen. Und es gibt jetzt die leuchtenden Tintenbeutel. Die kann man nämlich für zwei richtig, richtig coole Sachen verwenden. Und das sind so meine Highlights aus dieser Woche oder auch mit so meine Highlights aus dem gesamten Update. Ihr könnt nämlich damit zum einen beschriebene Schilder anklicken. In der Helligkeit seht ihr dort keinen Unterschied. Aber wenn es jetzt dunkel wird, dann seht ihr, dieses Schild hat jetzt eine Leuchtschrift bekommen. Das kann ich jetzt hier auch einfach mal machen, mit so einem Leuchtbeutel draufklicken, hier auch. Und ihr seht, die Schilder bekommen eine farbige Leuchtschrift. Die kann ich natürlich auch, wenn ich möchte, jederzeit mit der Farbe ändern. Und ich kann mit einem normalen Tintenbeutel diese Leuchtschrift auch wieder rückgängig machen. Aber ich finde sie auf jeden Fall mega cool, denn sie sieht nicht nur viel besser aus, man kann sie viel besser lesen, die Schilder, sondern man sieht sie auch viel, viel weiter. Und so kann man auch Orte viel, viel besser wiederfinden zum Beispiel. Sehr, sehr coole Sache. Dann eine zweite Sache, die man damit machen kann, die finde ich auch sehr cool ist, mindestens genauso cool. Ihr könnt mit einem normalen Rahmen und einem leuchtenden Tintenbeutel nämlich jetzt einen weiteren Rahmen herstellen. Einen Glow Item Frame. Einen beleuchteten Rahmen. Und das ist auch mega, mega cool. Denn wenn es jetzt dunkel ist, dann könnt ihr, wie hier, Items in so einem Rahmen kaum erkennen. Es sieht ein bisschen komisch aus. Aber im Dunklen seht ihr schon, hier sind diese Rahmen beleuchtet. Die Items da drin leuchten so ein bisschen und das ist halt ziemlich cool. Wenn das Item weg ist, sieht der Rahmen so aus. Und wenn ich das wieder reinpacke, dann ist das Item beleuchtet. Als Vergleich, das hier ist zum Beispiel nicht beleuchtet. Sehr, sehr cool. Gerade für zum Beispiel Scheinwerfer, für irgendwelche Lampen oder so, ist das eine sehr coole Idee, denn normalerweise leuchtet ja eine Seelaterne oder ein Leuchtblock nicht, wenn ihr den in einen Itemframe reinpackt, aber in so einem beleuchteten Itemframe schon. Und das ist halt ziemlich cool. Und ihr könnt ja mittlerweile Itemframes auch unsichtbar machen, das könnt ihr natürlich auch bei den neuen machen. Und so könnt ihr einfach an Autos viel, viel coolere Scheinwerfer anbauen, viel, viel coolere Lampen in eure Wohnungen. Das wird auf jeden Fall für Deko und so ein sehr, sehr cooler Schritt.
Und für die Leute, die nicht wissen, wie ihr das unsichtbar macht, das werde ich auch nochmal ganz kurz zeigen. Ihr könnt es zum Beispiel über den Data Merge Befehl machen, dann guckt ihr einfach die Entity an, dann bekommt ihr hier eine lange UUID angezeigt und dann müsst ihr einfach nur in geschweiften Klammern invisible Doppelpunkt 1b zum Beispiel eintragen und dann wird das Ganze unsichtbar. Und mit 0b macht ihr das Ganze wieder rückgängig, falls ihr das nicht wollt. Oder ihr zerstört einfach das passende. Okay, keine Ahnung, was der will. Aber ja, sehr coole Inhalte. Dann haben wir jetzt noch eine neue Sache bekommen und zwar Glowlichen. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber das ist auf jeden Fall hier so ein Bodenbelag. Ich habe gerade tatsächlich den Namen vergessen. Ich wusste ihn eben noch. Auf jeden Fall kann das Ganze über Blöcke wachsen. Es kann auch an der Unterseite von Blöcken wachsen. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Ihr könnt es auch mit Knochenmehl weiter ausbreiten lassen. Flechten. Genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Das ist eine Flechte, eine Leuchtflechte. Und das Ganze könnt ihr nicht nur auf sämtlichen Blöcken platzieren. Also es geht wirklich auf jedem Block, glaube ich. Also selbst hier auf Kohleblöcken, auf Stein. Ich habe es auf einer Werkbank ausprobiert, auf Sand. Also ich glaube, es geht wirklich auf jedem Block. Und das nicht nur oberhalb, sondern auch unter Wasser. Und das ist auch ziemlich cool, denn man sieht es hier jetzt auch viel, viel besser. Es leuchtet. Zwar nicht wirklich stark, aber es leuchtet ein bisschen. Und das ist auch ziemlich cool. Und so kann man zum einen Blöcke erzeugen, die ein bisschen anders aussehen, ein bisschen interessanter. Aber man kann auch ein bisschen Lichtquellen erzeugen. Ja, bin ich gespannt. Wird es wahrscheinlich auch in den neuen Höhlen geben. Da gibt es ja noch so ein bekanntes Lush Cave Biom. Und das kommt hoffentlich dann in den nächsten Wochen irgendwann mal dazu. Und da findet man dann auch unter anderem diese Ranken, aber auch noch viele weitere neue Pflanzen. Da bin ich sehr gespannt. Ansonsten gibt es in dieser Testversion nur noch eine Sache, die geändert wurde. Man kann jetzt nämlich aus diesen spitzen Tropfsteinen auch einfach den passenden Block craften, den Tropfsteinblock. Das war bisher nicht möglich. Und ansonsten ein paar Bugfixes, ein paar Optimierungen. Aber leider ansonsten keine weiteren Inhalte. Aber sehr, sehr coole Sachen, habe ich ja gesagt. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr das auch so cool findet wie ich. Das soll es dann aber auch für diese Woche wieder gewesen sein mit den neuen Inhalten aus der Testversion. Es war jetzt nicht so viel, aber doch ein paar sehr coole Sachen. In den nächsten Wochen wird aber hoffentlich regelmäßig eine neue Testversion erscheinen. Das Update kommt ja leider erst Richtung Sommer. Ich hoffe, dass wir es vielleicht ein bisschen schneller hinbekommen. Aber es sind noch einige Sachen, die angekündigt sind durch Trailer, durch Infos, aber noch nicht drin sind bisher. Also wir bekommen ja noch ganze Biome unter der Erde. Wir bekommen ja auch ein neu generiertes Höhlensystem, was wahrscheinlich ziemlich aufwendig wird. Wir bekommen neu generierte Berge, richtig schön mit Schnee, mit Bäumen drauf. Wir bekommen Ziegen, viele neue Pflanzen in den Höhlen. Wir bekommen einen neuen Boss unter der Erde, den Warden, plus ein ganzes Gebiet dazu. Und ja, viele weitere Sachen wahrscheinlich, die auch teilweise noch nicht mal bekannt gegeben wurden, die Entwickler vielleicht selber noch gar nicht wissen zum aktuellen Zeitpunkt. Wie immer, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Ich probiere eigentlich auf jedes Kommentar zu antworten. Und ansonsten lasst dem Video eine Bewertung da. Am besten natürlich einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Aktiviert vielleicht auch mal die Glocke, um nichts zu verpassen. Ich streame hin und wieder auch mal live. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Oder schaut einfach bei uns auf dem eigenen Server vorbei, wo wir auch immer noch dabei sind, das Ganze ein bisschen auszubauen. Wo wir auch selber natürlich hin und wieder streamen oder auch einfach so spielen. Und ja, Adresse einfach herovitabomb.de, aktuell 1.16.4 bzw. vielleicht schon 1.16.5, wenn ihr dieses Video schaut. Und ja, bis dann und ciao, ciao.